Damit hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Plasqua. Weiter geht es mit The Hive. Wir drücken auf Continue, wir bleiben auf Normal und wir waren bei Act 3. Los geht's. The Great Wasteland, Oasis on our long journey. Use this opportunity to strengthen our army. Alles klar. Oh weh. Die ganze Minimap war gerade voller roter Punkte. Puh, na das kann was werden. Wir beginnen wie immer und bauen uns ein Hive. So, wie sieht's denn hier so aus? Oh, was leuchtet denn hier? Klick. Oh, das konnte ich sogar aufnehmen. Hat mir das jetzt die 100 Mineralien hier eingebracht? Oder habe ich jetzt was dazugekriegt? Ah, die ganzen Items sind jetzt in meinem Inventar. Das ist natürlich wunderbar. Das ist das sinnvollste Management. Das macht Sinn, dass das so gehandhabt wird. Wir bauen jetzt erstmal einen neuen Worker. So, nachdem wir dann gleich diese 100 Mineralien haben, können wir uns auch gleich Build 2 Legionnaire and 2 Hunter Squads. Können wir uns auch gleich eine Baracke bauen. Das werden wir auch tun. Ja, die stellen wir dahin. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Arbeiter. Großes Verlangen nach Futter in den Anfängen des Spiels. Also, hopp, zieh die Fische raus, noch einen bitte. Genau. So, da steht unsere Baracke, aber da brauchen wir noch einiges an Essen dafür. Das heißt, du kümmerst dich auch mal um Essen. Genauso wie du. Dann bauen wir noch einen, der kümmert sich dann um... Hier ist Mineralien. Tja, in der letzten Mission hatte die den Anführer dabei. Der war recht stark, aber... Alleine wird es halt nichts. So. Ja, einen lasse ich jetzt noch um Mineralien kümmern, weil ein Gebäude brauchen wir dann ja noch. Die Baracken kosten ja 100 und das Worker Den oder so kosten ja auch 100. Okay, du kümmerst dich dann mal darum. Jetzt muss ich eigentlich warten. Weil Worker Den brauche ich ja nicht unbedingt. Upgrade, ich habe eh keine DNA, also brauche ich das nicht. Turrets brauche ich momentan auch nicht. Also heißt es jetzt dann Einheiten bauen. Das heißt, ich brauche jetzt jede Menge Futter. Und natürlich die Hive Queen bauen. Das heißt, ich brauche jetzt jede Menge Futter. Das passt. Ihr kümmert euch alle um Essen. Ja, ich könnte ja noch einen Worker bauen. Ja, komm. Ich hab's ja. Da bauen wir noch einen Worker. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Den schicke ich dann... Wo schicke ich dich denn hin, lieber Worker? Ich schicke dich hier hin. Da bist du schon. Wunderbar. Wobei, das hier ist näher dran, hier die Schildkröte, komm. Es tut mir leid um dich, Schildkröte, aber wir brauchen halt was zum Essen. Zack und Futter. Gut, dann werden wir zuerst die Hive Queen bauen. Use to enhance friendly creatures, durability and attack damage. Klick! Dann kommt die Hive Queen, die kann ich dann auch gleich ausrüsten mit den ganzen Sachen hier. Und zwar Defense, Attack, ja. Ich denke mal, das sind... Moment mal. Wieso höre ich jetzt hier... Ach, ich dachte, das war Kampfmusik. Gut, ich werde jetzt die erstmal... Ich denke mal, die Farben ist wie WoW. Das heißt, hier das Legendary, das wird wahrscheinlich recht stark sein. Also ziehen wir jetzt mal diesen Ring an. So, wir haben eine Waffe mit 2 Attack, 1 Defense. Ja, Melmon hätte es jetzt, naja. Habe ich eine bessere Waffe? Attack plus 4, Defense plus 1. Defense minus 1. Die hat eh schon keine Defense. Bin jetzt nicht so glücklich drüber. Attack und Armor Piece, das klingt doch in Ordnung. Amuletten. Wobei Attack plus 2 und Defense plus 1. Ja, komm. Immer her damit. So, dann ziehen wir dir noch
Was haben wir noch? Ein Schild, da haben wir was Besseres. Armor. Health plus 20, jawoll. So will ich das haben. Ripped Heart, Accessory, Health plus 100. Immer her damit. Moment mal. Ring und... Immortal Ring? Und das ist ein Accessory und kein Ring. Hä? Aber gut. Armor. Chance to dodge? Nö. Was ist das? Das ist ein Amulett. Zählt Amulett als Ring? Ja, Amulett zählt als Ring. Naja. Attack plus 1, Defense, Chance to poison und Hit. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch Platz für ein Schild, weil einen Held habe ich noch. Helm habe ich noch keinen. Weapon. 35% to dodge. Armor. Accessory. Schild, ja, immer damit. Ja, entweder plus 6 Attack oder plus 100 Health. Naja, da ich die eigentlich tanken lasse, sollte ich vielleicht lieber plus 100 Health anziehen. Ja, jetzt bin ich glücklich. Gut. So, du bist aufgepowert. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt kann ich klick, 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 klick. So, jetzt brauche ich nicht mehr so viel an Futter. Das heißt, einen Worker ziehe ich jetzt mit zum Gefechtsteam dazu. So, du darfst dich nochmal aufpowern. Gut. Och. So, die Legionäre, die hätte ich lieber mit mehr HP, ehrlich gesagt. Chance to dodge, naja. Ja, komm. Kriegt auch irgendeine Waffe, kriegt ihr auch. Den Huntern würde ich gern richtig viel Schaden geben hier. Oh oh. We are the Chalotoi, servants of the Drowned God. Foolishly, you have breached the inner reaches of our empire. Oh-oh. Like others before you, you have already defiled this place. If you have come to join us, we welcome you. Ja, wir wollen euch joinen. Muss ich jetzt wählen? We are on a journey and mean no conflict. We can offer you a tribute for the passage. If you will not join, die. There is no escape from the drowned god. Nein, 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 nein. Und jetzt meine Basis angreifen, dann könnte es übel aussehen. Ja, was machen sie natürlich? Meine Basis angreifen. Zurück, zurück, zurück. Ja, aber bleibt mal in der Nähe des Hives, dann werdet ihr doch geheilt. Komm, komm, komm. Wir brauchen mehr Leute. Lebt meine Queen noch? Ja, lebt noch. Heilst du dich gegen Queen? Na Gott sei Dank war ich in der Nähe meines Hals. There must be way to reach the upper level. Search the area. Das war ganz schön eng. Wäre hier mein Hive nicht gewesen, dann hätte es wirklich, dann hätte es übel ausgehen können. Gut, wir sollen die Upper Area searchen. Kommen wir hier hoch? Nee, da kommen wir nicht hoch. Aber hier geht's wahrscheinlich lang. Darunter vielleicht? Oder ich kann hier übers Wasser laufen. Dann geht's hier lang. Gut, sei es wie es will. Wir ziehen los. Ich hoffe, ich muss kein Turret bauen zur Verteidigung meines Heimatlandes. Ich hoffe, die greifen nicht an. Okay, das mache ich jetzt auch. Ich baue jetzt hier mal ein.
mal ein Storage hin. Habe ich einen Worker dabei? Ja, der kann dann nämlich für 50 Minerals mir eine Turret hinbauen. Durchs Wasser kann ich nicht durchlaufen, dann müssen wir jetzt erstmal da oben lang. Vielleicht kann ich hier unten lang und dann hier so an der Küste entlang. Was mit diesem Einheitenlimit auf sich hat, weiß ich noch nicht, weil ich habe ja eigentlich 14 von 24, wieso ich nichts mehr bauen kann. Ob ich das noch rausfinde? 500, 500, 500. Ach ja, ich soll vielleicht erstmal meine Sachen noch verteilen. So, Legionäre. Legionäre, Hunter. Euch pumpe ich auf. Zack. Und was haben wir noch? Weapon, Schild, zack. Armor, zack. Ach nee, das war. Hier ist Armor, zack. Und ein Ring, zack. Jetzt hauen sie richtig rein. Ich kann mal alles weghauen, was ich nicht brauche. So, jetzt habe ich noch Waffe, Waffe, Waffe. Und Amulett. Und noch mehr Amulett. Was sind denn die anderen? Hier sind noch Hunters. Ihr kriegt eine Waffe und ein Amulett. Und Amulett, Waffe, Waffe habe ich noch. Ja, ist ja wurscht, wem ich das gebe. Waffe, Amulett. So, wer will noch eine Waffe? Du. Los geht's. Hier oben sehe ich rote Punkte. Da komme ich aber eh nicht hoch. Sollte ich vielleicht ein Okay. Der Mechanismus, dem fehlt irgendwas. Fehlt hier wieder ein Auge? Nee. Okay, hier komme ich wohl nicht weiter. Da unten geht's lang. Ja, da wird auf jeden Fall. Ja, da ist auf jeden Fall was. Was sollte ich gerade. Irgendwas sollte ich doch gerade sagen oder machen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ja, der Worker darf noch mit zu mir dazukommen. Ach ja, ich wollte. Ich könnte mir doch einfach ein Hive bauen und mich dann regenerieren. Das heißt, immer neben die Gegner ein Hive hinbauen. Was kostet der denn? 150 Mineralien! Dann hat sich das schon erledigt. Gut, gut, gut. Ihr Worker kommt dann auch noch bitte mit zur Front. In der Hoffnung, dass niemand meine Basis angreift. Aber von oben kann ja eigentlich niemand kommen. Ja, das packen wir schon. Jetzt lassen wir mal die Worker noch dazu kommen und dann greifen wir hier mal an. Die Hive Queen geht voraus. Und alle hinterher. Oder schon die Brutmutter. 15 Angriff, 3 Rüstung. Die wird bestimmt auch wieder dicke Sachen droppen, aber jetzt brauchen wir erstmal. Jetzt müssen wir sie erstmal töten. Ich könnte vielleicht hier eine Turret hinbauen, weil hier unten gibt es auch noch was. Was kostet denn eine Turret? 50 Mineralien. Nee, das geht schon so. Das passt schon. Ihr wartet mal alle und die Queen. Ah, kriege ich die alleine? Das wäre natürlich cool. So, dann schauen wir mal. Halt, du sollst die Queen angreifen. Ja, so sieht's gut aus. Die Queen hält es locker aus. Zack. Da ist sie gefallen schon, die Brutmutter. Was haben wir gekriegt? Health plus 30, Defense plus 3, Chance to Dodge. Ja, das klingt doch nicht schlecht. Was hat denn die Queen an?
20, das ist 30. Reflect Damage, Chance to Dodge. Nee, das machen wir so. Ja, den Workern gebe ich nichts. Den Legionären, die brauchen noch eine dicke Rüstung hier. So. So, das sollte... Was macht ihr denn da? So. Greift ihr uns jetzt an? Ja, die greife ich zur Sicherheit jetzt mal an. Nicht, dass die auf einmal vorhaben, hier nicht anzugreifen. So, wir haben einen Worker dabei. Der kann die Truhe wieder aufmachen. Öffne bitte die Truhe. Halt. Wo geht ihr denn hin? Was haben wir hier? Accessory, Weapon, Amulet. Okay, das ist alles grünes Zeug. Das gebe ich jetzt irgendwie im Worker. Den Legionären gebe ich das. Life Leech plus 10%. Das kann ich doch der Queen geben. Was hat die denn an? Das ist ein Accessory. Das ist also der Platz. Health plus 100 gegen... Nee. Das gebe ich irgendeinem Legionär an. So. Die Queen geht aber wie immer voraus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Sicher ist sicher. Wir holen lieber erstmal zwei nach hinten. Halt! Angreifen! Hilft eurer Königin! So, da haben wir ein Level up. Queen geht wieder voraus. Jetzt muss ich auf die Queen aufpassen, dass die das überlebt. Ja, die überlebt das schon. Ja, sieht gut aus. Level-Ups waren auch zu sehen. So, alle mal raus, bitte. Die Queen darf jetzt einsammeln. Was ist das da? Das war wahrscheinlich Essen oder... Ach, Mineralien waren das. Klick! Das war Nummer 1. Er hat gesagt, missing some pieces. Also wahrscheinlich war das noch nicht alles. Kannst du da hoch irgendwie? Vielleicht liegt hier oben noch was. Ja, du kannst da hoch, aber... Hier gibt's nichts. Ja, du gehst sowieso mal zurück, dich zu heilen. Sieht's mit euch aus? Ihr seid alle voll. Das heißt, ihr könnt eigentlich hier mal warten. In der Hoffnung, dass es dann hier gleich weitergeht. Aber die Queen, die lasse ich erstmal heilen. Halt, was gibt's hier? Hier gibt's eine Truhe. Kann ich aber nicht klicken. Du gehst sowieso zurück. Geh du mal zurück. Ich schau mal, derweil, ob ich mit einem Worker diese Truhe aufkrieg. Wobei, die glitzert halt nicht und klicken kann ich sie nicht, also wahrscheinlich geht's nicht. Aber probieren geht über studieren. Auf geht's, Mr. Worker. Hopp, hopp, hopp. Habe ich irgendwas Unbenutztes? Clams und Leather? Ja, das kann beides weg. Ne, da tut sich auch nichts. Okay, die Truhe, die gibt's nicht. Die geht nicht auf. Kann ich hier irgendwas klicken? Ne. Ja, geh zurück zu deinem Team. Die ist auch wieder voll. So. Ja, ich würde gerne noch einen Helm finden. Dann hätte ich, wäre ich wenigstens hier mal voll ausgerüstet. Wo kann ich denn eigentlich jetzt das Teil, was ich gefunden habe, einsetzen? Vielleicht auf dem Podest hier wieder? Ich hoffe, dass es irgendwo ein bisschen glitzert, sodass ich es da einsetzen kann. Auf dem Podest kommt sie gar nicht rauf. Okay. Schauen wir uns mal um. Irgendwo werden wir es ja wohl benutzen können. Tja.
Es glitzert nirgendwo. Oder vielleicht hier oben? Ah, hier ist noch was. Ah. Genau, deswegen hat er gesagt, some pieces. Es fehlen also mehr als eins. Gut, aber jetzt habe ich zwei Pieces. Wie funktioniert jetzt dieser Mechanismus? Fehlt mir vielleicht noch ein drittes Teil? Also auf jeden Fall leuchtet hier nichts. Leuchtet hier irgendwas? Nö. Nö. Dann muss ich mal davon ausgehen, dass uns noch ein Teil fehlt. Also fahren wir mal ein bisschen die Karte hier ab. Bitte mal laut rufen, wenn ihr was seht. Ja, so weit oben kann es ja eigentlich nicht sein. Es muss doch irgendwo da sein, wo ich schon gewesen bin. Liebe Queen, hilf mir. Find missing pieces for the pedestal. Also denke ich mal, wenn er das mir immer noch als Quest Objective sagt, dann fehlt mir wahrscheinlich noch eins. Oh, was ist denn hier hinten? Kann ich? Geht's da rein? Nee, glaub nicht. Ah, da. Ah! Gott. Gefunden. The pieces seem not to be aligned correctly. Solve the puzzle. We need to push. Alles klar. Das heißt, ich starte entweder mal von innen oder von außen. Ich muss jetzt wahrscheinlich drehen. Ja. Ich drehe jetzt einfach mal. Das sieht falsch aus. Das auch. Das sieht richtig aus. Das sieht falsch aus. Das auch. Das sieht richtig... Okay, passt. Chalatoi City lies open. Kill those who stand in our way. Ich versuch's. So. Puzzle gelöst. Einheiten alle schön aufgeteilt. Los geht's. Queen nach vorne, Rest nach hinten. Oh, da steht schon wieder so ein Dicker. Diesmal ohne Hilfe. Ich könnte hier jetzt eigentlich mal ein Turret hinbauen, weil hier habe ich alles voller roter Punkte gesehen. Also baue ich hier jetzt mal ein Turret hin. Lass mal ein bisschen... Halt, da kommen schon Leute. Halt, geht mal zurück bitte alle. Geht ihr weg? Was? Shit, jetzt bleiben die genau da stehen. Da wollte ich ein Turret hinbauen. Egal. Queen nach vorne. Die Leute hier kaputt machen. Ja, passt. Die gehen eh schnell. Okay. Das Amulett nehmen wir mit. So, und da baust du jetzt bitte trotzdem ein Turret hin. Würde uns jetzt schon angreifen? Nee, noch nicht. Ja, da macht auf jeden Fall ein Turret jetzt Sinn. Der macht Sinn. Die anderen 100 Kristalle heben uns noch auf. Wir haben ja mehrere. Ich könnte eigentlich schon mal... hier steht sowieso einer idle rum. Der geht mal hier abbauen. Gut, er ist fertig. Das heißt, ihr wartet mal alle da. Ja, jetzt kommen schon die oberen auch. Die Queen bitte nach vorne. Ja, genauso will ich das haben.
Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ja, das sieht aber ganz gut aus, glaube ich. Hoffe ich mal. Ja, wobei eigentlich sieht es nicht so gut aus. Ja, hätte besser laufen können. Oh ne, jetzt haben sie den anderen auch noch geholt. Queen, geht bitte nach vorne. Naja, ein paar sind gestorben, aber das hilft halt immer nichts. So, alle zurück in die Basis. Außer die Queen, du sammelst noch kurz hier alles ein. Dann gehst du auch zurück. So, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? Armor. Erstmal den ganzen Müll weg. Armor, Amulett. Okay, das ist alles nur grünes Zeug, also. Das kann ich irgendwem geben, zum Beispiel den hier. Moment, ich habe gar kein Schild. Ich habe nur Armor und Amulette. Das heißt, ich brauche jemanden, der noch einen freien Platz hat für Armor und Amulette. Hier, die Hunter zum Beispiel. Armor und Amulett. Und ja, dann kriegt halt der Worker auch noch was. Das ist mir doch jetzt, das passt schon. So. So, sind alle wieder voll aufgepumpt. Dann zurück an die Front. Die Queen voraus. Ja, ein paar sind hier wahrscheinlich schon zum Opfer gefallen von meinen Jungs, aber das ist halt jetzt. Das ist halt nun mal so. Ja, was könnte ich denn bauen? Ich habe keine DNA. 200 DNA, kann ich daraus irgendwas bauen? 200, nee. Nee, kann ich nicht. Kann ich neue Leute bauen? Ja, ich kann einen neuen Legionärstrupp bauen. Den ich dann auch mal als Verstärkung gleich hochschicke zur Front. So, fertig. Ihr kommt bitte nach. Halt, halt, halt. Wird hier schon irgendwo gekämpft? Nee. So, die Queen holt den mal hinter. Ja, genau so will ich das. Zack, was haben wir hier gekriegt? Gut, die kriegt irgendeinen Legionär. Oder irgendeinen Worker oder sowas. Ja, der Worker. Wieso nicht? Immer her. So. Hier ist alles leer gefegt. Dann bleibt ihr mal da zurück und die Queen schaut mal, ob wir neue Leute runterziehen können zur Turret. Ja, da kommt schon jemand. Ja, einer reicht auch erstmal. Ja, eigentlich wollte ich. Die Queen soll bitte Steuerung 1. Hier, nur die Queen bitte. Steuerung 1 und der Rest Steuerung 2. Genau. Ihr bleibt mal alle da. Genau, und die Queen holt mehr. Raise the Color Toy City. So, und ihr alle angreifen. Ja, ein Gegner noch und dann kriegt die Queen auch mal ein erstes Level, ein Level Up. Kein erstes, aber ein Level Up. So, ihr bleibt mal alle unten. Noch jemand hier? Nein. Hier ist aber etwas für unsere Worker zum Öffnen. Da, also, das ist ein Worker. Was Primal Intelligent heißt es. Die Queen ist nicht intelligent genug, eine Truhe aufzumachen. Aber gut. Gut. Das stellen wir jetzt mal nicht in Frage. Klick. Und was haben wir?
Shellbug, Armor und Accessory. Naja. Erstmal den ganzen Müll weg. Armor Defense, Chance to Dodge Attacks. Naja. Ach, weißt du was? Das kriegst gleich alles, du. So. Das kriegst gleich alles, du. So, wo geht's jetzt hier weiter? Kann ich hier drüber laufen vielleicht? Nein, kann ich nicht. Schauen, was passiert, wenn ich jetzt da drüben hindrücke, welchen Weg die Queen läuft. Ah, hier in der Mitte geht's drüber. Gut. Ich habe verstanden. Ja, zur Turret laufe ich jetzt nicht mehr zurück. Das ist mir jetzt dann doch nochmal ein Ticken zu weit. Ja, hier kommt schon jemand. Sind die ganzen anderen da? Ja. Und das. Oh oh, die halten dann schon was aus. Hat mal einen Tick zurück. Ja, die hätte ich jetzt nicht tricksen lassen sollen. Ja, Queen hatte auch ein Level Up. So, Moment mal. Die Queen geht vor, weil den schafft sie noch. Genau, soweit so gut. Ihr wartet jetzt mal, weil sicher ist sicher, liebe Queen. Bitte einmal zurück zur Basis. Dann können wir uns um die Basis auch mal wieder kurz kümmern. Können wir was bauen? Nein, wir können nichts bauen. Absolut nichts. Also ein paar neue Gebäude wären jetzt schon mal interessant. Der Worker hat nichts zu tun. Das bedeutet, er kommt direkt mit an die Front. Hier habe ich auch nichts übersehen. Also das mit dem Populationslimit, das ist mir noch ein bisschen ein Rätsel. Wieso ich jetzt nicht in der Lage bin, noch mehr Leute zu bauen. Aber gut. So ist es. Level 4. Schön, schön. Heil ich bitte einmal komplett hoch. Und dann geht's ab zurück an die Front. Was haben wir hier noch? Da war noch so ein Dimetron, glaube ich, oder so heißen die. Dann geht's hier durch. Das sieht mir nach einer Falle aus. Oh, hier oben ist wahrscheinlich auch wieder ordentlich was los. Da kann ich dann einen zweiten Turret hinbauen. Aber wir werden sehen. So, ihr könnt schon mal wieder ein bisschen vor. Könnt man hier in der Mitte warten. Und mal schauen, dass ich keine Truhen übersehe irgendwo. So, wo ist meine Queen? Apropos, genau, der Worker gehört noch dazu. Habe ich irgendwas? Ne. Alles verbraucht, sehr schön. 255, ich könnte irgendwas bauen. Defense plus 1 kann ich bauen. Oder ich warte erstmal. Ah, Moment, ich hätte hier mal drauf warten sollen. Hier Wespen, Rhinos und. Darauf hätte ich warten sollen. Ich hätte noch keinen DNA für das andere ausgeben sollen. Naja. So ist es, weiter geht's. Queen, wie immer, voraus. Warte mal ein bisschen noch auf die anderen. Jetzt. Gut. Alle mal hierher. Queen geht ein bisschen voraus. So, soll ich? Das Wasser ist wahrscheinlich zu tief. Ich muss wahrscheinlich außen rum. So. So. Hier oben. Ja, geht man hier lang. Ja, hier wird es wahrscheinlich dann Schlägerei geben. Schalatoi. Okay, da hinten kommen noch mehrere. Ja,
Alter, wolltet ihr jetzt gerade alle hinlaufen? Ich könnte ein Turret... Ja, komm, da baue ich eins hin. Ich habe die Materialien, ja. Was? Ah, da oben kann ich sie hinbauen. Geht ihr schon mal hoch, falls der hier kommt? Ja, der kommt auch. Das ist blöd. Ist jetzt gerade jemand gestorben? Ja, egal. Dafür gibt es einen Epic Ring. Den kennen wir schon. Accessory. Attack plus 6. Den können wir den Huntern geben. Klick. Ja, das nehme ich alles auseinander, in der Hoffnung, dass ich bald 400 kriege. So, ihr wartet alle mal bitte hier oben und die Queen holt Nachschub. Ja, oh, da kommen gleich. Oh, oh, weh, oh, weh. Gut, los geht's. Schauen wir mal, ich muss nur auf die Queen aufpassen. Looten kann ich nach dem Kampf. Level up, level up, level up. Sehr schön. Gut, wunderbar. Bleibt alle mal schön da oben. Klick, klick, klick. Ist nämlich alles direkt auseinander. 365, nee. Reicht noch nicht ganz. Queen, schau dich mal bitte um. Was ist hier? Da oben sehe ich doch rote Punkte. Ja, da sind noch rote Punkte. Die nehme ich mit. Oh, das sieht wie ein Boss aus. Dann nehme ich ihm erstmal die Ads hier ab. Ja, jetzt könnt ihr angreifen. Pelz. Und 300. Ein Item bräuchte ich noch. Ihr wartet bitte mal alle da oben. Schaue ich mir erstmal an, wer da steht. Charlotte, okay, 1000. Ja, den nehme ich jetzt mal mit. Ja, schön einen nach dem anderen. Genauso will ich das haben. Halt, 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 halt. Hier bleibt mal zurück. So. Jetzt kommt er hoch. Jetzt alle angreifen. Ja, die Queen tankt es locker weg. Der droppt bestimmt was Gutes. Was? Der droppt gar nichts. Was? Ja, die Queen hat eingesteckt, aber das geht noch. Es war ein bisschen umständlich, die immer wieder zu dieser Turret hinterzuziehen, aber das ist mir wurscht. Die Turret zählt schließlich für 3 Leute oder so, weil die macht irgendwie 22 Schaden oder so. So, damit hätte ich dann alle. Ach komm, den einen, den schaffe ich auch so. So, kommt ihr? Oh, wenn jetzt ein Boss kommt. No force can stop our advance. Way to the waterway lies open. Mission durch oder kommt noch ein Boss? Ja, ne, Mission durch. Wunderbar. Ja, wenn jetzt noch ein Boss gekommen wäre, wäre meine Queen wahrscheinlich gefallen, aber das lief doch ganz gut. An der Stelle mache ich auch nochmal kurz Ende. Jetzt brauche ich erstmal wieder was zum Abendessen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und ich denke, vielleicht treffen wir dann im nächsten Part jetzt dann mal auf die Menschen, weil irgendwie müssen die ja in die Story noch mit einfließen. Also wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann bis später. Ciao.